Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit World Zombie Nation, einer relativ neuen App, beziehungsweise es kam jetzt gerade der Global Release. Und ich habe schon vor einiger Zeit ein paar Videos dazu gesehen, war nicht so begeistert, beziehungsweise das Spiel sah gut aus, aber es sah nicht so nach der Art Spiel aus, die ich spiele, denn es ist so eine Art Tower Defense Game. Aber in letzter Zeit habe ich wieder ein paar Videos dazu angesehen und es sah wirklich sehr, sehr interessant aus. Deswegen habe ich gedacht, kannst du das auch mal als Video aufnehmen und einfach mal euch zeigen. Das heißt ja nicht, dass ich das als Serie fortsetzen werde. Einfach nur mal ein Video, ein Einblick, wie es ist. Und ja, ich bin ja selbst gespannt und wir haben leider kein Konto. Das werden wir dann wahrscheinlich erstellen. Mal gucken, ob ich mir ein Konto erstelle. Konto erstellen. E-Mail-Adresse und Passwort. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich das fertig eingerichtet habe. So, wir haben ein Konto erstellt. Jetzt können wir wählen, ob wir die Infizierten sind oder die Überlebenden. Ich habe Lust, die Infizierten zu nehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Zombies. Man kann auch auf beiden Seiten, also man kann als beides spielen. Jetzt gucken wir mal, ob X7 noch frei ist. Ich hoffe es. X7, bam. Senden. Ich habe schon Spenden gelesen. Ja, machen wir einfach mal Benachrichtigungen, ist okay. Und dann gucken wir mal, wie dieses Spiel wird. Also ist es ja noch relativ frech und es ist ja auch nicht so die größte Kampagne und so. Also es sieht von der Grafik schon mal sehr gut aus, es hört sich schon mal gut an, es läuft sehr flüssig und klingt nicht so langweilig wie manche andere Spiele, die irgendwas nachmachen. Also ich habe eine hohe Erwartung daran und ich habe dieses Tutorial selbst auch noch nie gesehen, also gucken wir mal rein. Unsere Forschung ist fast abgeschlossen. Es wird Zeit, dass die Zombie-Horde reinzulassen, loszulassen. Ich lese es schon wieder total daneben. Übernimm unser neues Hauptquartier mit Hilfe der Zombie-Horde. So, machen wir das. Schicke deine Horde los. Berühren und halten, eine Einheit auswählen, zum Mutieren drücken. So, töte diese Menschen und erobere ihr Hauptquartier. Ja, Menschen. Wir sind jetzt die bösen Zombies. Okay, berühren und halten. Setzen wir jetzt alle 50. Meine Güte. Okay, zoomen können wir noch nicht. Schläger haben viele Lebenspunkte. Ziehe sie ganz nach vorne. So, jetzt setzen wir die nach da vorne und noch ein. Dann können die dienen die quasi als Schutzschild, nachdem die diese Mauer da kaputt gemacht haben. Wir können ein bisschen zoomen. Spucker greifen aus großer Entfernung an. Schirme sie mit Schlägern ab. Das heißt, wir setzen die so nach hier und so nach hier. Und dann spucken die. Bin mal gespannt, wie es wird. Also die ersten müssten gleich kaputt sein. So. Jetzt zur nächsten. Einheiten können nach kurzer Zeit wieder mutiert werden. Ah, okay. Noch ein und noch ein. Die laden sich quasi da unten wieder auf und dann kann man die wieder setzen. Wir haben 66 Pokale. Und ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas falsch mache oder so. Aber es sieht gut aus, außer wir kriegen nicht alle. Doch, wir kriegen sogar mehr. Also das war das quasi das kleine Tutorial. Ich find's interessant. Es sieht schon mal gut aus. Vor allem mag ich das, dass man hier jetzt so Pakete bekommt mit Belohnungen. Man kann jetzt hier drauf tippen und dann sieht man, was man bekommt. Infizierter. Der Infizierte war zur Lebzeit ein Arzt und hilft verwundeten Menschen jetzt, indem er sie zu Drohnen verwandelt. Macht aus getöteten Menschen Drohnen. Aus einem einzigen Menschen können mehrere Drohnen erschaffen werden. Okay, dann steht da was in Englisch. Und Gehirne. Verwende Hirne, um Missionen zu unternehmen und Verbesserungen von Fähigkeiten zu erforschen. Okay, es sieht interessant aus. Entwickeln wir unsere Einheiten weiter, um sie stärker zu machen. Auf jeden Fall gibt es viel, was man machen kann. Also, ich muss sagen, es sieht verlockend aus. Verwende DNS, um deine Einheiten weiterzuentwickeln und sie noch stärker zu machen.
So, entwickeln wir mal unseren Schläger mal mit diesen oben, was in der Mitte ist, also die DNS. Das dauert eine Minute. Weiterentwicklung braucht Zeit. Wir sollten noch einige Missionen erledigen. Finde ich ja gut, dass die uns nicht zwingen, irgendwelche Premium-Währungen dafür auszugeben, damit die Zwischenzeit weg ist. Wahnsinnige Experimente. Sammle Ausrüstung in den Krankenhäusern, um Hirne um DNS und DNS herzustellen. Meine Güte, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Also wir bauen das Bad um und ich habe geholfen und es war sehr stressig. Und jetzt werde ich mich den Videos widmen und ich muss zuerst reinkommen. Zerstöre die medizinische Vorratseinrichtung und schnappe dir dort gelagerte Ausrüstung. Ich hasse sowieso eigentlich Tutorials. Ich spiele am liebsten einfach mal so. Aber man muss ja auch ein bisschen lernen. Sonst wird schlecht. Den setzen wir nach hier vorne. Und den hier auch. So. Und den hier nach hier so. Und den hier auch so nach hier so. Mal sehen. Ich halt lieber, dass man noch ein bisschen näher zoomen kann, aber es geht schon. Es geht in Ordnung. Also die Menschen haben auf jeden Fall viel mehr Leben als unsere Typen. Ist ja logisch. Weil, sonst, die haben ja auch nur so wenige. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der macht. Ach, das ist wahrscheinlich der Typ, der Drohnen macht. Infizierer erschaffen mehr Drohnen ausgefallenen Überlebenden. Okay, da ist Infizierer. Alles klar. Berühren und halten. Ah, jetzt können wir von beiden Seiten angreifen. Das ist ja gemein. Die armen Menschen. Also, ja. So, jetzt können wir wieder ein paar Dinger hier hinsetzen und ein paar hier hin. So, als Schutzschild, die könnten wir besser nach vorne setzen. Und ein paar Spucker weiter nach hinten dann am besten. Sonst sterben unsere ganzen Leute vorne, wenn die Dicken nicht vorne sind. Bam, bam, bam. Sterben schon ganz schön viele. Aber ich hoffe, das ist nicht zu tragisch. Wo ist denn das Krankenhaus? Aber wir sind schon da. Wow. Schon zerstört. Die armen Menschen, die im Krankenhaus liegen, die haben wir jetzt auch gegessen. Wow. Okay, ich glaube, am Anfang kann man gar nichts falsch machen. Okay, wir haben was falsch gemacht. Einheiten Überlebensbonus. Das heißt, ein paar sind gestorben. Finde ich ja schade. Aber wir kriegen trotzdem alle Belohnungen. Bam, bam, bam. Läufer. Läufer waren einst große... Okay, was gucken wir massiv machen. Sehr starker Nahkampfangriff und hohe Laufgeschwindigkeit. Lass ihn auf ungeschützte Menschen los. Wenig Lebenspunkte, aber kann Angriffen ausweichen. Klingt ja sehr interessant. Wir können hier ganz viele Einheiten irgendwie sammeln und dann gibt es gute und schlechte und besondere und seltene und was weiß ich. Ich weiß ja auch noch nicht so viel darüber. Mit dieser medizinischen Ausrüstung können wir in unserem Labor Hirne und DNS züchten. Man kann auf jeden Fall sehr viel machen. Das gefällt mir. Tippe auf den Hirnzüchter 5000, um Hirne zu sammeln. Tippe auf den Splicer, um DNS zu sammeln. Die Weiterentwicklung ist, deine Einheit ist abgeschlossen. Das ist ja, also das Tutorial, obwohl ich Tutorials hasse, wirklich hasse, weil man da lesen muss, nicht, dass ich lesen hasse, ich lese sehr viel, aber weil ich dann nicht machen kann, was ich will, aber das hier ist schon gut, das will was heißen. Die Einheit kann ihre Weiterentwicklung abschließen. So. Auf höheren Stufen schalten Einheiten mächtige Vorteile frei. Wow. Das sieht gut aus. Hier kriegen die an mehr Lebenspunkte, mehr Panzerung, neue Fähigkeiten. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Da kann man wirklich sehr viel bei den einzelnen Truppen aufwerten. Das gefällt mir. Mir gefällt's, wenn man Truppen aufwerten kann und wenn man irgendwie so Packs öffnen kann oder sowas, um so einen kleinen, ich weiß nicht, so ein kleines Glücksgefühl zu entwickeln, wenn man irgendwas öffnen kann oder ich weiß nicht. Wähle eine Einheit aus, um sie weiterzuentwickeln. Machen wir nochmal den Schläger. Der kostet jetzt 125, der 100. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei dem Schläger. Also man kann nur immer einzelne Einheiten aufwerten und nicht... Ich habe zuerst gedacht, es ist dann für beide gleichzeitig, aber man wertet nur einen auf. Okay, dann werten wir den mal auf.
Noch eine letzte Mission und die Welt gehört uns. Okay, das wird wahrscheinlich unsere letzte Mission sein. Bevor wir die Weltherrschaft an uns reißen können, brauchen wir zuerst die Geheimwaffe. Strahlende Familie, begib dich zum Atomkraftwerk, um die Geheimwaffe sicherzustellen. Stärke deine Horde. Wähle einen Platz. Wähle was? Ich kann heute nicht lesen. Atomkraftwerk. Ja, stürme das Atomkraftwerk, damit wir die Geheimwaffe freischalten können. So, dann setzen wir zuerst unsere normalen Zombies. Und die hier nach hier vorne und den hier nach hier vorne und den nach hier und den nach hier und den nach hier und den nach hier. So, jetzt macht die bitte alle kaputt. Und in der Zwischenzeit können wir dann wieder, kriegen wir dann wieder neue Truppen, die wir dann hier wieder setzen können. Oder von hinten? Wir können auch von hinten angreifen, das ist ja gemein. Ah, der Läufer läuft schon ganz weit nach vorne. Ja, dann setzen wir da noch einen hin. Und noch einen dicken und noch einen dicken. Und ansonsten noch hier dann direkt einen dicken. Ups, hier kann man den nur hinsetzen. Und dann den wieder nach hier und den nach hier. Die müssten eigentlich ein bisschen weiter nach hinten, glaube ich. Achso, und der holt, okay. Verwende Stim-Z, um deine Horde zu stärken. Okay. Und jetzt tippen wir hier drauf. Dann werden die quasi so gebufft und sind stärker. Ich bin noch nicht der Beste in dem Spiel. Ich mach's ja auch gerade zum ersten Mal. Und ich komme erst meistens immer in so ein Spiel erst rein, wenn ich es dann mal in Ruhe alleine spiele. Aber es gefällt mir soweit. Es ist mal was anderes. Und auf jeden Fall interessant und die Grafik gefällt mir. Wir haben wieder nicht alle Trophäen von, ja, egal. Aber wir kriegen wieder trotzdem alles. Alle Preise. Heldeneinheit Zombiewitz. Heißt er wirklich Zombiewitz? Ha, ich bin die Geheimwaffe. Zeit für deine Horde zu kämpfen. Ja. Wow. Auf der Weltkarte gibt es neue Ziele. Sieht auf jeden Fall, ich wiederhole mich, aber es sieht cool aus. Gold ist wahrscheinlich das, was die Premium-Währung ist in diesem Spiel. Dann kann man natürlich hier auch mehr Kanister freischalten, in denen man dann unsere Typen weiter auswerten kann, weiter entwickeln kann. Gucken wir uns mal die Ressourcen an. Okay, hier können wir die Hirne einsammeln und dieses Ding. Und bei den Packs, da kann man dann sich mehr für sein Team freischalten. Aber das können wir noch nicht machen. Wir gucken jetzt uns erstmal die Weltkarte an. Unser nächstes Ziel befindet sich in San Francisco. Tippe hier an, um in die Stadt zu reisen. Unser Ziel in San Francisco ist die Signalfackelfabrik. Wie in Boom Beach wahrscheinlich. Einmal einen Flair. Die Signalfackel würde die Zombieherde in Schach halten. Aber es lauern noch andere Herausforderungen auf uns. Tippe auf unsere erste Mission in den Außenbezirken. Was? Um unsere erste Mission in den Außenbezirken auszuwählen. Meine Güte, es tut mir wirklich leid, ja? Also, nehme ich wenigstens auf, das wär's ja. Ja, es scheint alles richtig zu laufen. So, also das Kämpfen kostet Hirne. Das Aufwerten kostet DNA und das Gold ist die Premium-Währung, um irgendwelche Packs zu öffnen oder um mehr Dings freizuschalten, damit wir mehr gleichzeitig aufwerten können. Lass mich machen. Setze mich ganz vorne ein. Okay. Dann setzen wir unseren Typ nach vorne. Nicht? Müssen wir zuerst unsere Zombies setzen? Also ich muss mich zuerst in das Spiel reinfinden. Wir setzen wahrscheinlich zuerst unsere Zombies. Und dann setzen wir ihn nach ganz vorne und ihn auch nach vorne und ihn auch nach vorne und ihn nach da und ihn nach da und ihn nach da und ihn nach da. So, mal sehen, wie es läuft. Wow, alle platt. So, da sind die nächsten Typen. Und da sind die nächsten Typen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Also unser Typ ist richtig gut, den wir jetzt bekommen haben. Ich würde mal gerne so ein erstes Pack öffnen. Vielleicht können wir das gleich sogar. Noch einen Sprinter, oder wer das ist. Und dann noch hier so einen dicken vorne und hier so einen dicken. Und dann können wir hier mal ein bisschen Stim. Oder wie das heißt. Ich meine, das war Stim. Und noch so ein und noch so ein.
Und dann sieht es richtig gut aus. Ich glaube, wir haben alles platt. Achso, wir hätten auch von der Seite noch angreifen können. Ich glaube, das wäre taktisch klüger gewesen, wenn wir so von beiden Seiten angreifen. Lerne ich noch. Also die einzigen Pokale, die wir nicht bekommen, ist immer, dass ein paar von uns sterben. Aber wir kriegen immer alle drei Preise. Das ist das Richtige. Wir haben eine neue Einheit, einen Boten. Boten sind wahnsinnig. Sie tragen scharfen Sprengstoff und stürmen durch die Horde zu ihrem Ziel. Wow. Die stürmen so nach vorne und sprengen sich dann in die Luft. Explodiert und fügt allen in der Nähe großen Schaden zu. Ah, die Explosion verwundet Zombies genauso wie Menschen. Sorge dafür, dass er nicht in der Nähe deiner Horde stirbt oder angreift. Okay, also schicken wir den dann nach ganz vorne, damit der die dann platt macht. So, Weiterentwicklung ist abgeschlossen. Nice. So, Stufe 3. Das geht ja relativ schnell. Neue Fähigkeit zermalmen. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, wir werten mal Zombie-Witz auf. Der scheint ja relativ gut zu sein. Ich würde das gern freischalten, aber so viel Gold haben wir ja leider noch nicht. Ich glaube, um den Rest freizuschalten, also hier forschen und Packs, muss man erst weiterspielen. Ja. Ich glaube, dass... Oh, man kann hier sogar Chicago und noch mehr. Und hier ist irgendwas. Also man kann quasi dann die ganze Map erkunden. Man kann PvP, Gilden Raid und Fraktionskrieg. Wow, also das Spiel bietet viel an. Oh, ja, bietet viel an. Ja, ignoriert heute meine komische Art. Nicht, dass ich sonst anders wäre, aber wow. Das Spiel an sich gefällt mir schon mal sehr gut. Es ist nicht so, obwohl es nicht so meine Art Spiel ist. Ich spiele nicht so, also ich spiele nicht oft so Spiele, beziehungsweise ich habe noch nie Tower Defense so an sich gespielt, beziehungsweise so mal kurz und dann habe ich gedacht, nee, ist nicht so meins. Aber World Domination mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten und dem Truppen aufwerten und Truppen bekommen und so, mit dem taktischen Faktor gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt liegt's an euch, was ihr davon haltet, wie ihr das Spiel findet. Ihr könnt das natürlich toll finden oder ihr sagt, nee, ist nicht so meins, wie ich es vorher gedacht habe und sagt, nee, das ist nicht so toll. Es gibt da bessere Spiele oder so. Ich werde diese Woche, beziehungsweise ich werde heute mehrere neue Spiele testen. Einfach mal so, ich habe da Lust drauf und ich habe gedacht, kannst du ja machen, wieso nicht? Ich bin ja nicht an irgendein Spiel gebunden und solange es mir Spaß macht, ist das die Hauptsache. Das heißt, ihr werdet diese Woche ein paar Spiele sehen und beziehungsweise ich werde das so auf diese und nächste Woche vielleicht verteilen, damit es nicht zu viel wird mit dem Upload. Und dann könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, ob ihr das vielleicht ab und zu mal weitersehen wollt. Ich werde dieses Spiel auf jeden Fall mal in dieses Spiel mal ein bisschen reinkommen, nicht so viel spielen, vielleicht mal so ein bisschen, so 10 Minuten heute Abend, ich weiß noch nicht, es wirkt auf jeden Fall sehr interessant und mich würde interessieren, was ihr davon haltet, also schreibt mir gerne einen Kommentar oder auf Twitter, gefällt mir oder macht das weiter, würde mich freuen, wenn ich da noch ein paar Videos von sehe oder, naja, ich habe keine Ahnung. Es liegt bei euch. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. So sieht meine Meinung aus. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ich bin auch noch nicht wirklich sehr intensiv in dieses Spiel reingestiegen mit der Taktik und so. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Vor allem, dass man auch gut und böse spielen kann. Gefällt mir. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass euch das Video irgendwie gefallen hat, obwohl ich das so verpeilt gelesen habe und keine Ahnung und was auch immer. Und wir uns in einem anderen Video wiedersehen und haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.